So, wir sind voll gerastet. Jetzt können wir das Ganze doch mal ordentlich probieren. Werde ich gebraucht? Ich helfe, wo immer ich kann. Ja. So, dann noch die. Ich warte auf eure Befehle. Und den Zauber. So, jetzt dürfte ich ein bisschen mehr auf dem Kasten gegen den haben. Das Problem ist, der ist immer unverletzt. Und da bin ich wieder vergiftet. So, könnte ich ihn sogar fast besiegen. So. Ja. Dicke Heilzauber. Ich warte. Ja, was immer ihr wünscht. Und nächste Runde. So. Ich bin zu allem bereit. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Imperium. Ich hätte noch die kleine Verteidigungskoordination anschmeißen sollen, aber egal. Okay, solange er mich jetzt nicht gleich tot schlägt, ist alles gut. Einfach fragen und ich handle. Ich warte. Okay. Ja. Nochmal hochheilen. Wie kann ich am nützlichsten sein? Ich bin bereit. Schutz vor dem Bösen wird nichts bringen, aber machen wir es trotzdem. Wurde aber auch Zeit. So, Verteidigungskoordination noch an und dann dürften wir den jetzt umbringen können. Oder auch nicht. Boah, der haut echt gut rein, der Junge. Sprecht frei heraus. Ich warte. Ja? Vita, wer mich gebraucht? Sie hat doch irgendwas, was, Hast gibt, genau das Ding da. Lasst mich bitte helfen. Kann ich jedoch nicht verwenden. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich bin zu allem, wo immer ich kann. Vita Mortis Cardio. So, mal sehen, ob wir ihn jetzt kaputt kriegen. Nein, er wird uns kaputt kriegen jetzt mit dem Gift. Ja. Okay. Das heißt, wir können gleich hier rasten. So.
Ja? Und dann geht's los. Das da. Mhm. Das Wie da. Kann ich helfen? Das hier. Die Dienerin der Natur ist bereit. Das hier. Stärkung habe ich auch noch, die ich reinhauen könnte. Dann den da. Incurtus Pulcher Imperium. Und dann noch koordinierte Verteidigung. Und dann rennen wir los. Ja, das klappt eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde schon mal etwas besser. Was kann ich tun? Heilung. Ich warte auf euren Befehl. Fragt nur. Und ja, solange ich keine Ressourcen für den verballern muss, versuche ich den umzubringen. Ja. So. Okay, Gefolge ist nicht so gut. Und das ist halt stärkeres Gift. So. Alles, was ich drauf sprechen kann, spreche ich drauf. Wir sind alle Sandfee. Was kann ich tun? Ihr, Bo und ich. Hab's Lass ich bin der schon erledigt. Der Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Da ist wieder seine blöde Giftwolke. Wurde aber auch Zeit. Ich warte. Sprecht frei heraus. Ja. So. Er ist wieder verlangsamt. Mit dem Tode, ne? Hilfe sich bitte jemand um meine Wunden kümmern. Die Dienerin der Natur ist bereit. Braucht ihr etwas? Gut, alles, was wir noch haben. Ja, während wir darauf warten, dass die Giftwolke abklingt, heilen wir ordentlich hoch. Sprechen wieder eine Stärkung. Ja, ich warte. Sprechen den Zauber. Gefolge hat es auch wieder eingeschalten. Was kann ich tun? Was hätten wir denn noch? Das wird nicht viel helfen. So. Okay.
Stirb endlich. 13.000 Erfahrung. Oh, das ist nicht schlecht. Ich warte. Wenn es das ist, was ihr wollt. Oh, wir sind ihn losgeworden. Sehr gut. Ich muss mir auf jeden Fall gucken, dass ich mir noch ein paar andere wichtigere Waffen besorge. Wobei ich bei Keldorn... Keldorns Waffe hat leider nur minus 2. Naja. Sag bloß, wir kriegen wieder einen Traum jetzt. Ja. Steht auf. Jede eurer Nächte ist voller Unruhe. Ja, ihr seid müde. Jeden Tag kämpft ihr. Jetzt gerade eben vor allem ziemlich hart. Ihr wisst, dass dies nicht enden wird. So lange nicht, bis ihr akzeptiert, was ihr seid. Ihr geht als Sterblicher umher und zieht keine Vorteile aus eurem Erbe, aus den in euch verborgenen Talenten. So viele fleischliche Dinge sind größer als ihr. Was soll das jetzt heißen? Geht unter sie, unter diese Kreaturen, die weniger sind als ihr. Seht ihre Stärke. Seht, wie leicht ihr ihren Muskeln und Fähigkeiten zum Opfer fallt. Ja, dem Golem sind wir jetzt ein paar Mal zum Opfer gefallen. Hinter euch lasst, werden sogar die geheimnisvollen und magischen Geschöpfe dahingehen. Wir wurden gerade von einem Dämonen getötet, oder wie? Ein Illithid, ein Rakshasa und ich glaube ein Lich. Ja, und wir lachen. Unser Dämon lacht, unser Doppelgänger lacht hysterisch. Folgt und nehmt das Geschenk entgegen. Nein. Folgt und sei es nur, um die Schwachen zu beschützen, die euretwegen sterben. Okay, da hat er endlich mal ein Argument getroffen. Steht hier sogar was? Ja, Leichnam, Gedankenschinder und ein Vampir war das eine, okay. Also ein Lich, ein Gedankenschinder, ein Illithide und ein Vampir. Und das andere? Dämon. Ach, einfach nur ein Dämon. Oh, und ich habe was vergessen übrigens nach Ares Level Up. Wir haben neue Dinger gekriegt, neue Slots. Heiliges Zerschmettern ein zweites Mal wäre nicht schlecht. Glyphe der Abwehr. Wesen darin hinter einen Raum zu betreten, eine bestimmte Stelle zu passieren oder einen bestimmten Behälter zu öffnen. Nee. Das ist Irreführung. Damit könnten wir die Gegner in die Irre führen. Starres Denken. Steht verwirrt auf einer Stelle. Stärke übertragen. Unsichtbarkeit aufheben. Ich glaube, wir nehmen nochmal göttliches Zerschmettern. Und hier... Mantel der Furcht. Gift neutralisieren wäre nicht schlecht. Aber ich nehme nochmal einen Heilzauber. Sie hätte übrigens auch Gift neutralisieren, was besser ist als Gift verlangsamen. Und in der Situation vielleicht nicht schlecht gewesen wäre. So. Das war, glaube ich, der schwierigste Kampf in dieser Burg, bis auf den Endboss. Gut, gucken wir jetzt mal in den Keller rein. Keine große Herausforderung.
Hier gibt es schon mal wieder ein paar Behälter. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Falle immer noch nicht entschärft.